wenn Kunst in Persönlichkeitsrechte eingreift, dann muss man eben abwägen, was ist nun vorzugswürdig, also wessen Interessen ist da Rechnung zu tragen. Und da sagt eben dieses Urteil, das ja auch so 50-50 fast ausgegangen ist, also ja, dieses Kunstvideo ist kein Problem, solange man diesen Menschen darauf nicht erkennen kann. Wenn der total verfremdet ist oder wenn das Video nachgespielt wird beispielsweise, da gibt es ja sehr viele Beispiele, oder wenn es sich um Comics handelt, die daraus gemacht wurden, dann sind die alle davon überhaupt nicht betroffen. Wenn andere eine Version des Videos haben, wo eben der Charakter auch erkennbar ist, könnten die auch abgemahnt werden und dann würde sich eben wieder rausstellen, was dann passiert, also ob dann tatsächlich Klagen folgen etc. Das hängt ja davon ab, wie sich dann eben die Anbieter der Videos verhalten würden. Also das, was das Gericht hier entschieden hat, kann man auch anders sehen. Ja, das sind so Fragen, weil es eben subjektive Wertungsentscheidungen sind, um die es da geht, dass das nicht nur in anderen Ländern anders beurteilt würde, sondern eben auch schon in Deutschland von einem anderen Gericht anders beurteilt würde. Im deutschen Recht gibt es keine Regel, die sagen würde, wenn jemand in seiner Persönlichkeit verletzt wurde, das ist ja hier so, dann kriegt er auch in jedem Fall Geld. Im deutschen Recht nennt man diesen immateriellen Schadensersatz Schmerzensgeld. Im Zweifel kann jetzt niemand rumlaufen und jeden abmahnen und sagen, ich will Schmerzensgeld haben. Das ist ja auch in diesem Urteil hier beantragt worden, so ein Schmerzensgeld. Da hat das Gericht aber gesagt, das gibt es nicht.